Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, was eine Wertkette ist. Ich habe als Quelle die Wikipedia hauptsächlich benutzt und ganz geringem Maße die Inhalte meines Uniskripts. Um das mal ganz kurz vorwegzunehmen, was eine Wertkette ist, wir lassen uns einfach mal nicht von diesem Begriff irgendwie verwirren. Eine Wertkette ist sozusagen ein Verbund aus den verschiedenen Stufen von einem Produktionsprozess. Also zum Beispiel, wir müssen, keine Ahnung, um einen Computer herzustellen, verschiedene Schritte durchführen, zum Beispiel Mainboard kaufen, das ist unser erster Schritt. Zweiter Schritt ist RAM kaufen. Dritter Schritt ist Festplatte kaufen. Vierter Schritt ist alles zusammenstecken. Das sind einfach unsere Schritte, die wir abarbeiten müssen. Und in der BWL stellt man sich dann einfach vor, dass die alle so ein bisschen zusammenhängen. Und wenn ich mir jetzt so eine Kette vorstelle, also eine echte Kette, dann hat die ja auch, sind das so Glieder irgendwie. Ja? Und das eine Glied ist sozusagen ein bisschen auf dem anderen aufgebaut. Wenn eins fehlt, dann sind die nicht mehr verbunden und genauso ist es hier. Ich kann den PC nicht zusammenbauen, wenn ich weder eine Festplatte, RAM oder ein Mainboard habe. Oder wenn mir ein Mainboard fehlt oder wenn mir RAM fehlt. Also dann funktioniert das nicht. So, eigentlich ist das Video jetzt schon zu Ende, aber ich will das Ganze ein bisschen detaillierter nochmal darstellen und deswegen fangen wir jetzt an. So, wir fangen das Ganze einfach mal an am Beispiel eines Klettergerüsts. Wir wollen ein Klettergerüst aus Holz bauen. Und damit das Ganze jetzt nicht zu schwer wird, habe ich das mal in drei Stufen unterteilt. Drei Sachen, die wir machen müssen. Zum einen müssen wir irgendwie Holzbalken erstellen. Also sagen wir haben einen Baum und irgendwie muss da ein Holzbalken draus werden. Im zweiten Schritt machen wir diese Holzbalken, stecken wir die irgendwie zusammen, zum Beispiel zu Vierecken. Wir können übrigens hier auch mal so ein bisschen malen. Also im ersten Schritt haben wir Holzbalken, das heißt, wir kommen vom Baum zu Holzbalken. So, im zweiten Schritt stecken wir die Holzbalken dann zusammen. So, ein bisschen flach geworden und nicht so toll, ist also einfach ein Würfel aus Holzbalken. Aber da können ja Kinder drauf klettern. Und im dritten Schritt wollen wir einfach das Gerüst draußen aufstellen. Das heißt, wir haben, ich sag mal, irgendwo einen Sandkasten. Und der Einfachheit halber male ich das mal hier so schnell rein. Und nur damit es nicht vergessen wird, wir brauchen natürlich, das ist ein relativ großes Gerüst, vielleicht ist ja ein Kind hier nur so groß. Dann kann man jetzt ungefähr abschätzen, wie riesig das Gerüst ist. Dann brauchen wir vielleicht noch irgendwie einen Bagger oder sowas, der das auch hinhebt. Den zeichnen wir einfach mal hier kurz ein mit irgendwas, so einer Schaufel oder sowas noch. Da ist auch jemand drauf. So, und das sind also die drei Schritte, die wir machen müssen, um ein Klettergerüst aus Holz zu machen. Und wo ist jetzt die Wertschöpfungskette oder die Wertkette? Die ist ganz einfach. Wir machen einfach hier einen Balken drum, und wir machen hier einen Balken drum und wir machen da einen Balken drum. Und jetzt sind das immer nur noch Kästchen. Und dann finde ich, kann man das so toll, so, ich weiß nicht, sieht das aus wie eine Kette, verbinden. Wie mit diesen Kettengliedern. Hä? So. Und schon haben wir unsere Kette. Und dann haben wir unsere Wertkette und das ist eigentlich alles. Jetzt wird es aber wieder ein bisschen detaillierter. Und zwar geht es in der Wertkette, kommen dann noch so Begriffe wie Primäraktivitäten, Unterstützungs- oder Sekundäraktivitäten und Marge. Irgend so ein französisches Wort, keine Ahnung, ob ich es richtig aussprechen kann. So, wir sind ja, wir wissen ja, das ist relativ einfach. Was muss sich also der gute BWLer noch denken, wenn er jetzt diese Kette hier aufgeschrieben hat? Er überlegt sich, okay, was brauche ich alles, um Holzbalken zu erstellen? Hier, was brauchen wir? Wir brauchen einen Baum, wir brauchen vielleicht ein Sägeblatt, um den Baum zu sägen. Wir brauchen einen Arbeiter, der das Sägeblatt bedient. Wir brauchen Wartungskosten. Also da sind ein paar Ausgaben, die wir haben. Und die werden einfach hier in diesem Schritt der Wertkette, werden sie unter dem Punkt Verbrauch einfach angegeben. Das kann dann auch ein cooler anderer BWL-Begriff sein, aber grundsätzlich meint es Verbrauch. Und genau das denken wir uns auch bei den Holzbalken zusammenstecken, weil da brauchen wir auch vielleicht Kleber oder Nägel oder whatever. Und beim Gerüst draußen bauen brauchen wir auch einen Bagger und wir brauchen vielleicht Sand, weil der unbedingt noch dazu muss. Und also es wird überall also was gebraucht. Das heißt, wir haben hier in dem zweiten noch Verbrauch und wir haben auch im dritten noch Verbrauch. So, und eigentlich gehört dieser Verbrauchsteil noch mit an dieses Teilstück oben. Dieses Dings oben übrigens, also dieses hier, das nennt man übrigens auch Aktivität bzw. Wertaktivität. Laut der Wikipedia. Ist aber auch eigentlich egal, wie man das nennt. Also das sind die Sachen, die wir machen müssen und wir haben dann Verbrauch. Okay, ich glaube, als einfachstes ist es wahrscheinlich erstmal zu nennen. Ich hatte eben das Wort Marge angesprochen. Ich schreibe es mal kurz oben hin. So, und das ist Französisch für Differenz oder sowas. Ich habe es auf Wiki nachgeguckt. Heißt eigentlich nichts anderes als der Gewinn. Und der steht im Grunde noch hier hinten. Dann können wir das auch hier oben wegmachen. Wir wissen ja jetzt, was da steht. Also es sieht nicht so ganz so toll aus hier unten. Warum steht es hier hinten? Da kann man jetzt gucken, es ist im Grunde eine Excel-Tabelle, die man sich da vorstellen kann. Also wir verbrauchen hier Arbeiterzeit und wir müssen hier eine Sägeplatte verbrauchen wir. Also
Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um Ressourcen allgemein, alles, was man verbrauchen kann. Genauso hier und genauso hier. Das summiert sich alles auf. Das ist dann so eine ellenlange Liste. Und vielleicht, wenn man Lust hat, kann man das alles nochmal in Euro umrechnen. Dann hat man nämlich einen Geldbetrag. Und wenn man das Gerüst verkauft, dann kriegt man dafür vielleicht 500 €. Und jetzt muss man gucken. Also dann guckt man nachher natürlich drauf. Das, was ich hier vorne alles habe als Ausgaben, das Sägeblatt, bla 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 bla. Und diese 500 € deckt sich das irgendwie. Also holen die 500 € die Kosten irgendwie wieder rein. Ich meine, gut, Sägeblatt braucht man jetzt nicht immer, aber so in die Richtung geht es dann. So, und jetzt ist jeder dieser einzelnen Schritte, also Holzbalken erstellen, zusammenstecken und Gerüst drauf aufstellen, ist nochmal in zwei verschiedene Punkte unterteilt. Und zwar in sogenannte Primäraktivitäten und in sogenannte Sekundäraktivitäten. Unter Primäraktivitäten versteht man auf Wiki wörtlich so in die Richtung, dass sie einen direkten Beitrag in Anführungszeichen zur Herstellung des Teilabschnitts, so habe ich es mal genannt, liefern. Also zum Beispiel einen direkten Beitrag, um den Holzbalken zu erstellen. An der Stelle ist es sehr ungenau, was es denn eigentlich bedeutet. Das ist jedem selber überlassen. Was ist denn jetzt genau direkt? Was hat denn jetzt direkt damit was zu tun? Da gab es dann auch noch auf Wiki irgendwas von wegen Eingangslogistik oder für die Produktion oder Auslagerungslogistik und Marketing und Vertrieb und Kundenservice. Laut dem Lehrbuch ist das alles für die Primäraktivitäten. Wenn man dann aber fest genauer hinguckt und guckt, da steht zum Beispiel Marketing und Vertrieb. Wenn man dann guckt, was ist eigentlich Vertrieb? Laut der Wiki-Definition ist es eigentlich genau das, was wir gerade als Wertkette beschreiben. Im Grunde alles. Also da referenziert sich einiges auf einiges anderes. Deswegen würde ich diese ganzen Lehrbuch-Definitionen alle weglassen und einfach wieder zu unserer Kette zurückgehen. Und jetzt haben wir einfach mal Primäraktivitäten. Ich schreibe mal hier hin. So, leider war es irgendwie nicht groß genug. Okay, als Beispiel jetzt mal als für die Primäraktivität. Was kommt denn zum Beispiel direkt zur Herstellung des Teilabschnitts zugute? Zum Beispiel ein Sägeblatt. Das heißt, eine Primäraktivität wäre aus meiner Sicht jetzt hier zum Beispiel mal ganz banal, Sägen. Das hat direkt was mit dem Holzbalken zu tun. Okay, und was haben wir hier noch? Holzbalken zusammenkleben, zusammenstecken. Was wäre da eine Primäraktivität? Keine Ahnung. Kleben. So, und fürs Gerüst können wir uns dann auch noch was überlegen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sehr banal, was hier jetzt steht. Aber um mal ein bisschen auf BWL-Niveau hochzugehen und vielleicht auch mal um den Wiki-Begriff aufzugreifen, was wir hier noch sagen könnten, wäre zum Beispiel die Holzbeschaffung im Schritt 1. Wenn wir Holzbalken erstellen wollen, müssen wir das Holz irgendwo herkriegen. Also, ich sag mal, Holzbeschaffung irgendwie von Bäumen, also Bäume kriegen und sägen oder einfach schon größeres Holz kriegen und sägen. Also, irgendwie muss das ja herkommen. So, und dann will ich mich jetzt damit nicht länger aufhalten. Es gibt nämlich dann auch noch die Unterstützungsaktivitäten, wie sie auf Wiki genannt werden, oder indirekte Aktivitäten oder Sekundäraktivitäten. Gibt es ganz viele Begriffe für. Und ich finde, am besten trifft das die indirekten Aktivitäten, weil wir haben ja hier die Primäraktivitäten. Man könnte, na gut, Sekundäraktivitäten. Jedenfalls geht es da darum, was nicht direkt mit der Herstellung zu tun hat. Und wir erkennen schon wieder, es ist alles nicht so ganz genau. Aber wir können uns ungefähr vorstellen, was es ist, wenn ich ein Beispiel gebe. Und das wäre zum Beispiel dafür sorgen, dass das Holz nicht ausstirbt, sag ich mal. Also wir könnten jetzt theoretisch hier Baumpflanzung hinschreiben. Deutsch ist ja übrigens bekannt für seine langen Wörter. Warum Baumpflanzung? Es heißt, dass die sekundären bzw. die indirekten Aktivitäten dafür da sind, dass die primären Aktivitäten dauerhaft ausgeführt werden können. Und damit wir dauerhaft Holz beschaffen können oder sägen können, müssen wir dafür sorgen, dass auch Holz da ist. Also irgendwo könnte man sagen, Baumpflanzung ist eine primäre oder sekundäre Aktivität. Genauso könnten wir sagen, dass die Wasserbeschaffung eine sekundäre Aktivität ist, weil irgendwo muss der Arbeiter arbeiten und der muss auch mal was trinken und der muss auch mal auf die Toilette. Das heißt, das können theoretisch alles sekundäre Aktivitäten sein, je nachdem, wie detailliert man an dieser Stelle arbeitet. Aber das ist auch wieder jedem selber überlassen. So, und damit es jetzt nicht alles zu schwarz wird, will ich jetzt einfach mal hier diesen Kasten nochmal ein bisschen rot ausmalen. Und wir haben also für jede Aktivität, die wir in unserer Kette haben, haben wir also irgendwie einen Verbrauch von irgendwas, was wir haben. Wir haben die Primäraktivität und wir haben die Sekundäraktivität. So, und das sind alles so Bündel, die man irgendwie so zusammenfassen kann. Und die sind alle in einer Kette zusammengefasst, weil das eine vor dem anderen ist. Wie eins, was in das andere übergeht. Und darüber. Oder in diesem Fall, weil wir keinen Platz mehr haben, darunter ist nochmal ein ganz großer Balken. Wir können uns das ja als Zeitdiagramm hier vorstellen oder als Zeitleiste. Weil ich kann ja nicht den Holzbalken zusammenstecken, bevor ich ihn überhaupt gemacht habe. Also es geht von links nach rechts sozusagen. Und
Darüber, beziehungsweise darunter, in diesem Fall hier, steht dann die Qualitätssicherung. Die ist nicht überall angegeben, auch im Wiki steht sie nur so nebenbei drin, in meinem Skript stand sie auch nicht wirklich drin. Rein technisch macht sie aber Sinn. Ich hoffe, man kann sich einigermaßen darunter was vorstellen. Also dadurch wird einfach nur gewährleistet, dass jeder Schritt auch ordentlich ausgeführt wird. Und dass nicht die Holzbalken irgendwann aussehen wie, keine Ahnung, verschmodderte Holzbalken oder sowas. Hä? Ja, kann ja alles sein. Also die hängt da irgendwie immer drauf und guckt da immer drauf, dass auch alles richtig abgeht. Aber grundsätzlich kann man sich, ja, wie gesagt, das alles eher als Kette vorstellen, wo die Qualitätssicherung nochmal drüber guckt. Und ganz wichtig, nicht vergessen, am Ende die Marge steht, beziehungsweise, um es sich einfacher zu merken, der Gewinn. Und es macht auch Sinn, weil wenn ich ein Produkt verkaufe, dann will ich ja wissen, was ich damit verdiene, damit ich gucken kann, ob ich überhaupt weiter produzieren kann zu dem Preis oder ob ich vielleicht mehr nehmen muss oder ob ich vielleicht günstiger machen kann, um dann wieder einen Vorteil zu haben. So, ich hoffe, das Video hat einigermaßen geholfen und ich bedanke mich fürs Gucken. So, und vielleicht nochmal am Ende eine Auflistung von den ganzen wichtigen Begriffen, die man sich merken sollte. Das sind eigentlich nicht so viele. Zum einen haben wir mal die Wertkette, das ist eigentlich das Thema von dem ganzen Ding hier gewesen. Das ist das ganze Teil. Dann, was ist eine Wertaktivität? Das ist hier genauso eine Aktivität. Also zum Beispiel hatten wir ja in unserem vorigen Beispiel hier einen so einen Baum machen, aus einem Baum einen Holzbalken machen. Dann hatten wir noch die Marge, das war im Grunde der Gewinn, beziehungsweise die Differenz zwischen dem, was ich ausgebe und was ich einnehme, also der Gewinn eigentlich, finde ich. Dann sollte man noch wissen, dass es primär und sekundär indirekte unterstützende Aktivitäten gibt, dass das jetzt so viele verschiedene Wörter sind. Ist ja eigentlich egal, meinen ja alle dasselbe. Man sollte sich merken, dass die Primäraktivitäten was direkt mit dieser Stufe hier zu tun haben und die Sekundäraktivitäten mehr so dafür dazulaufen als Unterstützung, deswegen auch unterstützende Aktivitäten. Was dann jetzt genau irgendwie Primäraktivitäten sind, dass irgendwo irgendwann mal steht, dass das was mit Eingangslogistik und Ausgangslogistik zu tun hat. Es kann natürlich sein, dass es in irgendeiner Prüfung abgefragt wird, aber technisch würde ich sagen, reicht es, wenn man das einfach logisch macht. Wenn ich mir überlege, ich will irgendwas herstellen, ich selber als Geschäftsführer, dann werde ich mir schon wohl überlegen, was ich dafür brauche. Also ich denke, da reicht ein ungefähres Wissen. Alles andere ist dann den wirklichen BWLern überlassen. So, und damit aber jetzt Schluss.